Servus zusammen, endlich mal wieder hier zurück auf herzensfolger.tv, herzensfolger.com und schön, dass ihr wieder hier seid. Ich will mich mal zurückmelden, ich war lang unterwegs, viel auf Reisen und auch ein bisschen am Koordinieren, Organisieren und Planen, wie ich denn diesen Kanal weiterführe. Und eine kurze Info für euch, die jetzt hier zuschalten, obwohl hier ein anderes Thumbnail drüber steht. Es gibt einiges zu berichten und zwar mache ich gerade eigene Musik, viel eigene Musik und die wird auch bald rauskommen. Der Plan ist im Dezember die erste Single zu releasen und auch einen Vlog rauszubringen, den ich euch einmal im Monat hier rausbringe, genauso wie meine einmal im Monat die Covers, die ich singe. Und die findet ihr auf einem anderen Channel, den schreibe ich hier unten drunter in die Infobox mit meinem Künstlernamen. So, worum geht's heute hier? Ich will euch einfach nur sagen, dass es okay ist, auch mal zu fallen. Dass es okay ist, wenn nicht mal alles so läuft, wie du es dir vorstellst. Und es ist okay, wenn du das Gefühl hast, dass das Leben nach dir schreit und nach dir ruft und dass du was bewegen musst und was ändern musst in deinem Leben. Denn es gibt immer dieses Yin und Yang, es gibt die Helligkeit, es gibt die Dunkelheit und alles hat einen Sinn miteinander, denn genauso wie die Tür zugeht, geht eine neue Tür auf. Ich will jetzt hier nicht klugscheißen, man kennt die ganzen Begriffe schon, aber wenn du eine bist, die den Begriff noch nicht kennt, dann hoffe ich, dass es dir hilft. Denn ich kann dir nur eins sagen, wenn du bist, wer du bist und wenn du wirklich das tust, was du machen willst, dann machst du nichts falsch, weil du nicht bereust. Und jetzt kommt die Frage, ja, aber woher weiß ich denn, was ich machen will, was ich wirklich will und wer ich wirklich bin? Das ist eine gute Frage. Und dafür gibt es eine ganz einfache Antwort. Versuch dir diese Frage zu stellen, will ich das wirklich gerade machen? Will ich das wirklich gerade lernen? Will ich das gerade wirklich, was ich gerade machen soll? Oder wo ich zu etwas gedrängt werde oder wo ich zu etwas gefragt werde? Will ich das? Und wenn diese Frage nicht so einfach ist, um dir eine Hilfe zu geben, ob das dir dann wirklich ist, was du willst, wer du wirklich bist, weiterhilft, geh einen Schritt weiter und versuche es mit der Frage, ist heute ein schöner Museumstag? Ich mache das schnell und kurz und knapp, weil wir sind schon bei 2 Minuten. Und zwar, stell dir vor, dein Leben ist ein Museum. Und alles, was du machst, alles, was du siehst, alles, was du isst, alles, was du erlebst, ist dein Museum. Klack! Du stirbst. Irgendwann mal stirbst du. Und dann ist dieses Museum der Rückblick, das Inventar, jede Sache, die du gemacht hast, ist da drin. Und jetzt fragst du dich, will ich das in meinem Museum haben? Will ich das meiner Freundin, meiner Frau? Will ich das meiner Familie? Will ich das meinen Kindern zeigen? Also, das ist die Frage, die du stellen kannst, um zu wissen, ob du das machst, was du wirklich willst und ob du der bist, der du wirklich bist. Denn es ist okay, wenn es mal nicht läuft. Denn es gehört dazu, nur ist es wichtig, etwas zu verändern. Also meine Lieben, ich wünsche euch eine geile, motivierte Woche. Heute ist Dienstag und ja, checkt meine Musik ab gerne, stellt mir gerne Fragen, sagt mir gerne, was für Videos ihr schauen wollen würdet und bis bald. Euer Daniel Sanchez Gonzalez von Herzensfolger. Peace.